Hallöchen, ich habe ja schon ein Video fertig gemacht gehabt für mit dem Lütten mit seinem Auto hier. Und da habe ich jetzt alle Eingeweide rausgenommen. Die Motoren sind draußen, Elektronik ist draußen, Batterie, Fachgedöns, alles draußen, was da nicht rein muss. Ich kann ja das Auto so benutzen, so mit der Hand, kann er dann damit so ein bisschen rumspielen, kann er dann so anschubsen und dann fahren lassen. Ich habe aber gesagt, ich habe ja noch so ein Auto. Das ist das hier. Da sind noch die Motoren drin und das funktioniert auch. Das kann ich einschalten. Dann blinkt das. Und ich hatte ja die Fernbedienung nicht dazu. Die Fernbedienung habe ich mittlerweile schon gefunden. Die ist hier. Kann ich auch einschalten und jetzt ist das auch verbunden. Jetzt halte ich das mal hoch. Das funktioniert. Würde eben drehen, Batterien sind im Moment da drin leer. Aber was nicht geht, ist vorwärts, rückwärts. Ich weiß auch schon, was kaputt ist. Ich muss auch nicht löten. Ich muss da jetzt ein mechanisches Problem ändern. Oder wieder fertig machen. Ich schraube das jetzt mal schnell auf. Dann können wir das uns angucken. Ihr seht schon, da liegen Bohrer. Falscher Schraubendreher. Falscher Schraubendreher. Und zwar, ich habe das Auto auf den Sperrmüll gefunden. Und bei dem Auto war aber noch eine Sache, da habe ich jetzt gerade vergessen zu sagen, da war ein Motor kaputt. Es ging eine Seite nicht, die drehte sich nicht. So, jetzt mache ich das hier mal auseinander. Das sind die Schrauben. So rum. Ja, der Nupsi, der gehört auch noch dazu. Und hier sind die Hebel. Der eine Hebel, da muss ich jetzt hier mal ein bisschen raufzoomen. Ich weiß nicht, warum die Kamera nicht mehr scharf stellt oder sie stellt scharf und ich sehe es nicht mehr. Der gehört hier drauf. Damit kann ich so links und rechts machen. Das ist der zweite Hebel. Der gehört dahin. Aber da ist nichts mehr. Und ja, es ist wirklich auf beiden Seiten so. Und hier, ich hoffe, sie stellt es scharf. Das ist weggebrochen. So, wie will ich das reparieren? Da bohre ich jetzt hier zwei kleine Löcher rein. Und ich habe hier irgendwo, ich weiß, dass die da ist, die kleine Box mit den ganz kleinen Schrauben. Da. Schrauben. Da brauche ich ja bloß zwei Stück reinschrauben. Und dann kann ich wieder drücken. Kann er das auch bekommen von mir und dann kann er damit auch spielen. Dass das auch funktioniert, kann ich euch noch mal zeigen. Ich schalte das noch mal ein. Ich schalte das Auto ein. Ist jetzt verbunden. Das ist links, rechts. Und das andere hier, das ist vorwärts, rückwärts. Das geht auch. So, also es funktioniert. Musste bloß einen Motor tauschen. Die habe ich ja ausgebaut. Eingebaut waren die Motoren. Und in dem anderen waren die gleichen Motoren. Ich musste bloß das Zahnrad tauschen. Das war ein bisschen anders. Und ihr seht schon, das hier ist offen, weil ich den auseinandergenommen habe. Weil der wollte nicht. Ich weiß gar nicht warum. Der nicht wollte. Keine Ahnung. Ja, da ist noch wieder ein Fett dran, aber egal.
Das war das Einfachste. Ich habe erst gemessen, ob der Motor Strom kriegt oder ob da von dem IC, ob das überhaupt Strom rausgibt. Das IC hat Strom rausgegeben, nur der Motor wollte nicht. So, ich baue jetzt mal schnell die Kamera um, weil so ist es doch ein bisschen weit arg weg. Und ich sehe schon, dass die Kamera nicht richtig fokussiert. So, sind wir wieder da. Jetzt werde ich da die Löcher versuchen reinzudrehen und eine Schraube reinzusetzen, weil die Nippel sind leider nicht da und ich kann da jetzt auch nichts großartig kleben. Ja, ich könnte es 3D drucken. Allerdings ist die Form ist jetzt nicht so schwer. Die Form an sich ist nicht schwer, das zu konstruieren. Aber vom Druck her, wenn ich es so drucke, hat das ganze Ding Stabilität bis auf die Drücker. Wenn ich das so rumdrucke, dann haben zwar die Drücker hier Stabilität, aber der Hebel nicht. Das ist von dem Schichtverfahren, was das ist, nicht machbar. So, einmal andrehen. Jetzt hole ich den Akkuschrauber. Und jetzt bohren wir da mal ein bisschen rein. Komm, ein bisschen schneller. So, das sollte passen. Ist jetzt geschmolzen. Es war doch zu schnell. Ich hoffe, man kann das erkennen. So. Machen wir das doch in langsam. So. Und den zweiten. Das haben wir. Jetzt muss ich noch mal gucken. Bitten was Längeres. Aber nicht allzu dick. Mal gucken, ob die hier funktioniert, die Schraube. Das ist nicht das ganz Richtige, das ist auch nicht der Richtige. Der ist besser. So, mal gucken, dass wir das da reingedreht kriegen. So. Ach, die ist noch an. Ah, sollten wir noch mal ein bisschen. So. Und noch eine. Auch reingedreht.
Das könnte vielleicht sogar ein bisschen. Was braucht man eher? Vorwärts, rückwärts, ne? Das ist ja nicht umsonst abgebrochen. So, das. Dieser kleine Pinübbel. Die Oberschale, ja, das sollte man natürlich nicht machen. Wieder einbauen. Hier machen wir den Zoom ein bisschen zurück. So. Wieder zusammen, einmal so. Ja, ich denke mal, das geht. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen. Dieses Spielzeugauto ist jetzt aktuell hier bei uns im Action im Angebot für 10 Euro. Jetzt könnte man jetzt sagen, ach, dann kauft das doch neu. Aber warum? Ihr kennt mich, hier ist ein kleiner Hobby Bastel Reparaturkanal. Und damit wollt ihr das dann hinhauen. Und das ist halt eine kreative Lösung, wie man eine Fernbedienung reparieren kann. Der Lütte ist zwar noch ein bisschen klein für die Art Auto, aber sein Papa oder seine Mama können ihm ja zeigen, wie das geht. Funktioniert. Ist repariert. Jetzt gucke ich noch mal, wo ich die Batterien gelassen habe. Ich habe hier noch irgendwo frische Batterien gehabt. Ich glaube, die habe ich hier in dem Auto drin gehabt. Muss mal einmal kurz reingucken. Da will ich noch mal gucken, ob das auch wirklich läuft. Müsste ungefähr um die 10 Meter gehen. 5 bis 10 Meter. Ja, da sind die Batterien drin. Ich habe hier noch ein anderes Spielzeugauto. Das funktioniert auch. Zeige ich euch gleich. Das habe ich auch da gefunden. Das ist das Ding. Das ist Dreck. Oder Farbe oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob das Dreck ist oder Farbe. Weiß ich nicht. Das ist von Rusta AG. Ich habe auch die Fernbedienung. Da steht 27 Megahertz. Es funktioniert auch. Man kann es steuern, aber 1 bis 2 Meter. Dann war es das. Die Reichweite ist 1 bis 2 Meter. Es geht nicht weiter. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon reingeguckt und alles, Antenne und so weiter ist alles da. Ich schätze mal, es war aber auch nicht vorgesehen. Also ich sage es jetzt, ne? Ich habe gedacht, hier wäre vielleicht noch irgendwie eine Antenne nach draußen, aber ist kein Anschluss, nichts. Hier unter ist eine Kupferfolie, an dem ein Draht angelötet ist. Und das ist die Antenne von dem Auto. Die Antenne von der Fernbedienung. Ich gehe gerade mal hier. Das ist das Carrera-Ding. Da. Da, das ist die Fernbedienung mit Antenne, das ist eine Feder, eine Drahtfeder mit Gummi, die ist schön lang. Aber hier, ich schätze mal, dass hier vielleicht doch noch irgendwie was nach oben draußen war. Das weiß ich aber nicht. Ich habe das jetzt nicht gefunden, müsste ich noch mal gucken im Internet, ob ich das so finde. Und vielleicht kann man da ja trotzdem noch irgendwie eine Antenne, eine etwas längere Feder oder was mit dran friemeln, vielleicht geht's dann. Aber ich wollte ja Batterien. Achso, hier ist noch eine Fernbedienung Carrera RC. Und ich habe nicht gewusst, wofür das Ding ist. Mittlerweile weiß ich das. Hier steht auch 2,4 GHz.
Hier steht: Warnung, nicht in den rotierenden Propeller greifen. Also das ist für irgendeine Drohne oder Helikopter oder irgendwas von Carrera. Ich habe das erstmal alles nur eingepackt, weil ich nicht wusste, was zu was gehört. Ich habe das nur gesehen, auf dem Sperrmüll lag das da alles drinne und habe gedacht, nimm mit. Mehr als kaputt sein kann es nicht, also mitgenommen. So, einmal das, die Panasonic raus. Die war da rein. Nein, die habe ich nicht selber gekauft. Die waren in dem anderen Auto drinne. Da waren frische Batterien reingesetzt. Natürlich weiß ich nicht, ob die jetzt durch den Kurzschluss da drinne auch schon hinüber sind. Aber die haben in dem anderen Auto auch gut funktioniert. Das werde ich ja gleich sehen. Schalten wir den mal an. Also blinken tut er. Verbunden ist er. Batterien sind voll. Also er dreht sich jetzt schon. Auf dem Tisch. Oh ja, also das Ding hat Speed. Das Ding soll, glaube ich, 5 oder 12 km/h machen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich auf dem Boden ausprobieren, mache ich gleich. Aber das war's für dieses Video. Einmal Fernbedienung reparieren. Und dann kann ich das dem Lütten schenken. Und dann kann er damit auch spielen. Wenn ich das habe, also ich selber, ja, ich könnte auch mitspielen. Aber wenn ich schon den Lütten da habe, den Neffen, dann kann ich das ja auch machen. Dann kann ich ihm das ja geben. Für den Gabelstapler, den ich mal gefunden habe, den elektrischen mit Kabelfernbedienung, ist er noch zu klein. Den wird er dann mal später irgendwann kriegen. Den habe ich nämlich auch noch gerettet. Stand an der Mülltonne, einsam und verlassen, habe gedacht, okay, der stand ein paar Stunden da. Und habe ich gedacht, okay, wenn den keiner will, dann ist es jetzt meiner. Okay, aber danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi.